Hallihallo, Hallöle, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Buildcraft-Server, wo wir gerade dabei sind, die Sortieranlage zu bauen. Und damit wir auch finden, was wir hier einsortieren, müssen wir uns als erstes ein paar Schilder machen. Und am Ende der letzten Folge habe ich ja schon ein paar Kühe gejagt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier kurz in der Werkbank hier von Forestry, da werden wir jetzt erstmal die ganzen Sachen so herstellen, die wir brauchen. Also wir brauchen einmal Holzbretter, die werfen wir gleich auch wieder rein. Dann brauchen wir Stickies, die gehen so, das bringen wir ihm jetzt auch bei. So, möglichst viele machen. Die Stickies kommen auch hier rein, können wir später dann verwenden. Und wir wollen dann Rahmen machen, dafür muss das Leder noch mit dabei. Hier ist noch ein Dia. So, jetzt haben wir natürlich nur 35 Schilder bekommen, aber das soll erstmal ausreichen. Können wir vielleicht später nochmal welche machen. Damit wir aber nachher noch welche machen können, müssen wir noch schnell unsere Kühe füttern, die draußen bestimmt schon wieder Hunger haben. In der Getreidekiste. Und da ist nichts, aber wir ernten einfach schnell was. So. Der Ausgang da hinten fehlt noch. Das, bei so einer großen Basis ist es halt immer zu empfehlen, dass ihr möglichst viele Ausgänge habt. Möglichst viele große Ausgänge in jede Richtung. Jetzt gucken wir mal in meine Kiste hier oben. Da ist schon genug drin. So, das war's auch schon. Wir düsen hier rüber. Und die bekommen Futter. Da drüben, die bekommen kein Futter, weil das sind schon viel zu viele Schafe. So. Und wir legen hier schon mal was rein. Jetzt haben wir die ganzen Schilder hier. Die pappen wir jetzt einfach schon mal hier an die Kisten dran. So, und wenn es jetzt losgeht, wenn ihr jetzt auch von den ganzen Exkursionen, die wir so machen, wenn wir dann zurückkommen, dann ist es natürlich so, dass wir zuerst mal hier die ganzen Steine wegsortieren. Was machst du denn hier? Noch einer? So, dann ist es natürlich so, dass wir erstmal die ganzen Steine hier wegsortiert haben wollen. Allerdings, die muss weg. Allerdings möchte ich hier unten noch nicht damit anfangen. Wir haben hier also 8 Kisten. Und da würde ich gerne damit anfangen, dass wir hier unten erstmal Werkzeuge einsortieren und solche Sachen. Deswegen machen wir uns jetzt hier erstmal eine Werkzeugkiste. Und es gibt nachher unheimlich viele Werkzeuge im Forestry. Und deswegen würde ich damit anfangen, dass wir unten erstmal Werkzeuge, dann hier den ganzen Gerums haben. Und jetzt zeige ich euch, wie man die ganze Anlage einstellt. Das heißt, hier unten wollen wir Werkzeuge haben. Wir nehmen uns erstmal für unser Schild ein Beispielding. Wir nehmen jetzt mal hier die Spitzhacke. Und wir möchten, dass jetzt hier alle Werkzeuge einsortiert werden. Und ihr seht jetzt hier oben, wir haben jetzt auf der linken Seite grün und auf der rechten Seite gelb. Und deswegen möchten wir nach grün jetzt alles sortiert haben, was mit den Werkzeugen zu tun hat. Jetzt gibt es natürlich hier Stahlschwert. Das haben wir unterwegs gefunden. Aber die können wir nicht, also die können wir schon selber herstellen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Sondern wir werden nur normale Werkzeuge herstellen. Wir legen jetzt erstmal rein, was wir so alles haben. Wir haben zum Beispiel diese Axt. Wir haben diese Diamantsachen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal so ganz, ich versuche mal ganze Sätze hinzubekommen. Wir haben hier die Hacke, genau heißt sie. Hacke. So, jetzt lege ich hier schon mal rein. Wir haben, ich lasse mal hier 4 Felder frei. Eigentlich 5. Also wir werden ja hier nur Diamantsachen benutzen, deswegen lohnt sich auch nicht so das andere Zeug hier einzustellen. Deswegen werde ich jetzt mal anfangen hier Diamant, Spitzhacke, Axt. Und ihr seht, die Sachen, die ihr da reinlegt, die gehen nicht verloren. Also die bekommt ihr nicht abgezogen, sondern die werden nur virtuell hier reingelegt. Das heißt, die gehen nicht aus eurem Inventar weg, sondern nur so jetzt einfach hier rein. Und als Abbild sozusagen. Und die Anlage weiß jetzt, nach grün soll das.
So, jetzt mal gucken, was wir noch haben. Die haben wir eigentlich auch schon einsortiert dann. Dann die ist auch schon einsortiert hier drüber. Und dann haben wir noch das hier. Da gehört auch das dazu. Okay, dann haben wir schon mal eingestellt, dass diese ganzen Sachen hier in diese Kiste landen sollen. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt gerne, dass Schwerter und so einsortiert werden. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal hier einen Bogen. Denn die Bögen, die sind ja echt, brauchen wir nicht so viele. Und das ist die Richtung Gelb. Das heißt, wir legen jetzt mal hier alle Waffen rein, die wir so finden. Ich habe jetzt momentan nur die dabei. So. Und hier oben sollen dann Werkzeuge, andere Werkzeuge rein, die wir momentan noch nicht haben. Und hier unten habe ich was zu viel reingelegt. Davon brauche ich eine. So, hier sollen Werkzeuge rein, die wir jetzt momentan noch nicht haben. Und da holen wir von oben vielleicht noch die restlichen Sachen. Das heißt, ihr müsst für jede Kiste einsortieren oder für jedes Diamantrohr, was da reingehen soll. Und ihr seht, wir haben hier schon ziemlich viele Werkzeuge. Von denen habe ich eben geredet. Und eine gute Methode ist, dass man einfach damit anfängt, was man jetzt gerade dabei hat. Also hier soll zum Beispiel in grün sollen die ganzen Hämmer rein. Ja? Hier sollen natürlich auch die Scoops rein. Also hier die Kescher. Hier sollen auch die Brecheisen rein. Hier sollen die Scheren rein und die Seitenschneider. Nochmal durchgehen. Das haben wir schon eingestellt. Hier sollen auch die Schraubenschlüssel reingehen. Der ist aber meiner, den muss man wieder mitnehmen. So, und dann habe ich jetzt hier sonst nichts mehr. Okay, wir gehen dann hier hin und nehmen zum Beispiel jetzt hier so einen Hammer. Das ist ein gutes Beispiel. Muss dann mal was ablegen. So, der Hammer ist dann unser Beispiel, unser sichtbares Zeichen dafür, dass jetzt hier die ganzen Werkzeuge drin liegen. Und jetzt gehen wir einfach weiter. Wir haben jetzt hier als nächstes ein Hebel. Deswegen gehe ich jetzt einfach zu der Kiste, wo das Holzzeug drin ist. Das ist jetzt hier und das gefällt mir noch nicht. Das sollte eigentlich an der Stelle sein, wo wir auch nachher gut drankommen. Deswegen würde ich fast empfehlen, dass wir die Sachen hier alle nach unten bringen. Auch. So. Und zwar soll dann hier auch das ganze Holzzeug einsortiert werden. Und für mich ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Holzsachen hier drin liegen, dass wir so einen Stock hier hin machen. So, den soll jetzt da hin. Und da soll zum Beispiel rein, ist auch wieder grün, das da. Da sollen die Türen reingehen. Da sollen die Zapfhähne reingehen. Da sollen die Hebel reingehen. Ihr seht, es wird schon knapp hier oben. Und damit haben wir alle Sachen jetzt einsortiert, die ich jetzt hier habe. So, wir müssten mehr Platz machen im Inventar. So, ich habe jetzt hier goldene Transportrohre. Wir sind jetzt hier, auf der Seite ist blau, auf der Seite ist rot. Da muss man immer drauf achten. Und jetzt kommt hier unten mein Virenscanner. Verschwinde mal. So, bin wieder da. Hier sollen auch die Holzrohre reingehen. Und das ist wieder Gold. Okay. Ich sortiere einfach mal alles ein, was ich gerade so dabei habe. So, jetzt haben wir hier wieder Meteoritensuchgerät. Meteoritensuchgerät, würde ich sagen, ist ein Werkzeug. Das legen wir jetzt einfach hier zu den Werkzeugen. So. Haben wir noch mehr Werkzeuge? Den hatten wir schon eingestellt. Nee. Kommt hier rein. So, dann haben wir da als nächstes Körner. Körner können wir jetzt hier oben zu dem ganzen Gedönse hier legen. Da ist das Getreide, da kommen auch die Körner dazu. Und zwar ist es auf der grünen Seite. Das heißt, wir legen hier das schon mal rein. Ach so, das habe ich ganz vergessen. Ihr müsst immer, damit da nicht alles Mögliche reinläuft, etwas da reinlegen, was ihr normalerweise nicht einsortieren lasst. Das heißt, wir müssen immer so ein Blockiergegenstand haben. Also Sachen, wo nichts einsortiert werden soll, da nehmen wir uns irgendwas, was wir nie einsortieren. Ich habe nie diese Holzäxte, deswegen legen wir die jetzt mal in gelb. Das bedeutet sozusagen, die gelbe Seite soll blockiert sein, bis wir da was einstellen. Das machen wir jetzt bei jeder Kiste so. Alles, was blockiert ist, bekommt eine Holzaxt. Ja.
Wenn dann später Holzäxte sortiert werden, dann gehen die in jede Kiste, wo das drin ist. Aber das ist nicht so schlimm, weil Holzäxte kommen bei mir echt ganz selten vor. So, in die gelbe Seite sehen wir aber jetzt schon, dass da Feuersteine sind. Feuersteine habe ich jetzt keinen da. Den können wir aber schnell einstellen. Wir nehmen uns hier einfach einen Feuerstein raus. Legen den auf die gelbe Seite. Und jetzt ist das Ganze für Feuersteine eingestellt. So, wir haben hier die Körner. Und wir könnten auch schnell noch hier die ganzen anderen Sachen einstellen. Die haben wir schon einsortiert. Hier kommen noch Kartoffeln und Karotten rein. Damit hätten wir das schon. Die giftigen Kartoffeln sind was Spezielles. Hier kommen auch noch die Äpfel rein. Die haben wir schon. Kartoffeln haben wir schon. Dann nehmen wir das noch. Und das noch. Im Laufe der Zeit ändert sich das sowieso tausendmal. Das sage ich euch. Also hier kommen dann immer noch mal andere Sachen rein. Jetzt haben wir schon viel zu viel. Das werdet ihr jetzt sehen. Wir haben also jetzt das da, das da, das da. Die Äpfel haben wir vergessen. Das, 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 das und das. Das legen wir jetzt mal hier wieder zurück. So, jetzt haben wir hier Knochen. Das sind dann hier oben die Monstersachen. Da können wir uns von den Monstersachen auch gleich noch holen, was sonst noch drin ist. Das ist verrottetes Fleisch bei mir. Dann haben wir hier Knochen, haben wir gerade. Spinnweben. Wir haben die Augen. Wir haben die Schleimbälle. So, das soll nach grün gehen. Das legen wir alles in grün. So, und nach gelb seht ihr, da ist die Apatitabteilung. Da holen wir uns jetzt auch ganz schnell noch die zwei Sachen vom Apatit und stellen auch das ein. Das ist die gelbe Seite, genau. Da soll das rein und das rein. Okay, Kiste auf, Zeug rein. Die Kiste auf, das hier rein. So, dann haben wir hier noch die Sachen. Jetzt habe ich noch nicht so viele. Im Laufe der Zeit, wenn ich immer mehr finde, dann stelle ich das immer nach und nach ein. Ich mache also nicht am Anfang erstmal alles. Sondern immer wenn ich was finde, tue ich das dazulegen. Und wir haben hier drüben Glowstone. Glowstone hier ist eine doofe Idee. War das überhaupt Glowstone? Ja, Glowstone sollte eigentlich bei die Netherkiste dazu. Und die Netherkiste sollte auch hier bei den Steinen dabei sein, eigentlich. Tun wir uns mal hier so ein bisschen. Das machen wir mal hier. So, ihr seht, hier sind noch Feuersteine. Die nehmen wir jetzt wieder mit rüber. Die hatten wir ja schon eingestellt. So, jetzt haben wir ganz viel Steinzeug. So, hier sind die Steinziegel. Die habe ich gerade entdeckt. Die kommen in die grüne Seite. Die kommen, also hier, da kommen die Steinziegel rein. Hier kommen die Halfsteps rein. Die kommen hier rein. Okay. Haben wir noch andere Sorten? Hier ist noch was. Und somit haben wir das auch schon einsortiert. So, auch eingestellt. So, jetzt habe ich hier unten gerade noch mehr Feuersteine entdeckt. Das ist ja doof. So. Jetzt haben wir auch mehr Platz. Da kam ja gerade noch ein Zombie. Von da unten kommen die Sachen hier hoch. Hier sollen nur Kies rein. Das heißt, wir nehmen uns hier einen Kies. So, hier sollen die Ziegelsteine rein. Die anderen Sorten von Ziegelsteinen haben wir noch nicht. Dann machen wir uns jetzt einfach einen Stein schnell. Und zwar legen wir uns hier viermal sowas im Kreis. Machen uns einen Stein, das reicht uns erstmal. Und den Ton lege ich da später auch rein, aber den habe ich jetzt noch nicht. Hier ist jetzt angezeigt, dass hier diese Sachen reinkommen. Das kommt aber erst viel später im Spiel. Deswegen würde ich fast mal vorschlagen, dass wir jetzt hier nicht das reinmachen. Das auch hier wieder rausnehmen. Sondern dass wir jetzt hier tatsächlich die Netherkiste hinbauen. Muss ich mich erstmal um den hier kümmern. So. Hier unten soll Sand rein. Oh, ich habe keinen Sand. Von irgendwo kommen jetzt ganz viele Zombies. Da müssen wir uns eigentlich mal. Da müssen wir was gegen unternehmen.
habe ich jetzt den ganzen Sand verbraucht eben. Tatsächlich. Ich brauche einen Sand. Den müssen wir jetzt irgendwo hier abbauen. Ich glaube aber, den finden wir ganz schnell. Hier ist ein Sand. Und was wir noch brauchen ist einmal bemoostes Erdreich. Genau. Gehen wir wieder hier rüber. Schön die Tür zu und stellen die nächsten Sachen ein. So, wir haben jetzt hier unten Kies auf die grüne Seite. Auf die gelbe Seite kommt Sand. Das haben wir schon mal eingestellt. Dann haben wir hier auf der Höhe, da sollen in die grüne Seite die Ziegelsteine und die gebrannten Ziegelsteine. Dann haben wir hier Sandsteine. Da sind auch noch Ziegel drin. So, also Sandsteine sollen auf die gelbe Seite. Die legen wir dann dahin. Dann haben wir hier die Spezialsteine. Da ist ein glatter und ein gemeißelter. Die nehmen wir uns schon mal hier raus. Und auf der Seite haben wir noch nichts festgelegt. So, die kommen dann hier rein. Und da wir auf der grünen Seite noch nicht wissen, was da hin soll, kommt da das rein. So, wieder alles glatter Sandstein, gemeißelter Sandstein. Hier kommen die Sandsteine rein. Die haben wir hier. Hier unten kommt der Sand rein. Drüben kommt das rein. Und hier unten kommt der Kies rein. Ganz hier oben haben wir Glas. Und zwar gibt es da zwei Sorten. Einmal die Glasscheiben. Es gibt dann noch das normale Glas. Und hier haben wir Himmelsblöcke. Da ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben alle gebrannt. Da gibt es nämlich noch eine zweite Sorte. Da stellen wir jetzt erstmal nur den ein. Aber da kommen später noch welche dazu. Der muss weg. Nach Gelb kommt Glas. Da kommt also einmal das Glas und das Glas. So, und das läuft jetzt folgendermaßen. Von hier unten kommen die Sachen rein. Jetzt verteilt sich Glas nach da. Hier kommen die Himmelssteine. Und nach oben ist die nächste Richtung. Also alles, was sich nicht nach Grün und Gelb sortiert, das geht nach oben weiter, läuft dann hier außenrum über. So, hier haben wir dann die Obsidiane. Wir haben hier die normalen Steine, die aber es in verschiedenen Sorten gibt. Es gibt Stufen, es gibt Half-Steps. Und es gibt also es gibt Stufen, es gibt Treppen und es gibt die Steine. Dann haben wir hier die normalen Steine. Da gibt es auch wieder zwei Sorten. Nämlich die Cleanstones, also die normalen Steine und die Stufen wieder. Und es gibt hier unten die ganz normalen Bruchsteine. So, das stellen wir jetzt alles ein. Für die Seite habe ich jetzt gerade nichts eingestellt. Da müssen wir uns noch was überlegen. Das heißt, wir werden die blaue Seite jetzt immer totschalten, sozusagen. Mit unserer Axt. So, was habe ich denn jetzt ausgewählt? Habe ich gar nicht geguckt, wo ich hingeklickt habe. Hier unten. Da kommt also jetzt nach Grün Bruchstein. Hier kommt nach Grün einmal das und das. Und nach Blau kommt erstmal unser Blocker. So, hier haben wir das schon eingestellt. Nach Blau kommt wieder Blocker. Und hier oben Blau Blocker, grün kommt unser Obsidian. So. Wieder das hier einsortiert. Und dann hier unten das hier. Hier kommt ganz hier unten kommt das hin. Haben wir denn noch Schilder dabei? Schilder haben wir auch noch dabei. Hier sind gar keine Schilder dran. Das ist ein bisschen komisch. Ich dachte, ich hätte überall Schilder hingebaut. Wir haben hier unten Erde und da ist eigentlich egal, ob das jetzt die bemooste Erde ist. Ich meine, ob es jetzt die Erde ist. Da ist jetzt eigentlich egal, welche Erde es ist. Aber ich werde mal als Markierungszeichen gleich den hier nehmen. Ne, jetzt noch nicht. So, erst einstellen. So, nach Blau soll dann einmal die Erde und einmal die Erde. Es gibt noch mehr Erdsorten, aber die habe ich jetzt nicht dabei. Kommt später. So, das kommt dahin. Die Erde kommt da rein. Hier ist jetzt Glowstone drin. Auch blöd.
Hat hier keine, sucht hier nicht, hat hier nichts zu suchen. So. Wir haben hier die Gummisachen drin. Das wäre dann die nächste Sortierung. Man muss erstmal überlegen, was kommt denn am meisten an? Also die ganzen Steinkrams-Zeugs hier kommt am meisten an. Und es kommt Kohle ganz viel an. Deswegen würde ich fast empfehlen, dass wir die Kohle auch mal hier nach hier vorne packen. Und zwar würde ich die hier in die zweite Reihe packen. Denn davon kommt auch viel an. Einmal, wenn wir hier Kohle produzieren, die finden wir und die kommt nachher, wird nachher hochgepumpt. So, das geht hier super schnell, weil die haben wir eh nicht da. Hier haben wir dann alles voll schon. Ups. Wo hat er denn das jetzt abgebaut? Weil das Schild hängt doch noch da. So, dann würde ich mal sagen, die hatten wir alle eingestellt. Jetzt geht es nach unten weiter. Unten habe ich noch nichts eingestellt, aber wir machen jetzt mal hier weiter. Rot und Blau. Blau tue ich jetzt überall blockieren. Und unten soll es losgehen mit Holzkohle. Und zwar in Rot. Legen wir erstmal Holzkohle dahin. Und die Holzkohle auch dahin. Gut. Hier bei... Hier soll es dann weitergehen bei Rot mit der Kohle oder mit Kohleblöcken. Und nach Blau tun wir wieder blockieren. So, Kohle. Hier ist wieder Apatit. Blödsinn. Da haben wir ja hinten eine extra Kiste für. Und die kann auch ruhig hier hinten bleiben. Jetzt haben wir nur leider zu viel Apatit. Viel zu viel Apatit. Da würde ich fast mal vorschlagen, jetzt kriegen wir das auch nicht aus dem Inventar raus, dass wir das erstmal hier so ein bisschen zwischenlagern. Sortiere ich dann ein anderes Mal. So, wir haben hier oben noch Koks. Da habe ich ja jetzt noch nichts mitgenommen. Das ist noch da hinten. Also das hier soll weg. Und in der Kokskiste ist eh nicht so viel drin. So, weil Kohle viel ankommt, deswegen haben wir die jetzt hier hingemacht. Jetzt geht es hier oben weiter mit dem Koks. Koks gibt es einmal in der Form. Und gibt es... Also das stellen wir schon mal ein. Nach Blau blockieren wir. Und dann gibt es noch Koksblöcke. Da machen wir jetzt mal einen von. Ich habe nämlich noch genau 9 Stück. So, dann haben wir nämlich auch den Fall schon abgehandelt und können das hier auch einstellen. Kommt auch nach Rot. Geht dann hier rein. Hier ist noch mehr Apatit drin. Also Apatit wird uns in nächster Zeit nicht ausgehen. Aber hier der Platz. Jetzt geht mir langsam die Idee aus, wo ich es noch reinlegen könnte. So. So, hier sollen dann die ganzen Materialien noch hin. Und was haben wir denn noch nicht einsortiert, was noch so an mit, was noch an Gesteinen und so ist? Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle Gesteine, die wir bisher gefunden haben, weil es gibt nämlich noch wesentlich mehr. Die haben wir aber bisher noch nicht gefunden. Deswegen lassen wir uns das hier nochmal frei. Hier oben blockieren wir einfach beide Seiten, rot und blau, mit unserer Axt. So. Jetzt gucken wir hier nochmal durch. Hier haben wir alles eingestellt. Wenigstens überall mindestens eins drin. Das heißt, nach gelb geht, also nach hier drüben, gehen einmal... Den Bogen müssen wir uns kurz nochmal ausleihen. Oh, da können wir noch mehr einstellen, fällt mir ein. Das ist ja noch oben. Das ist ja oben noch gelagert. Das könnten wir jetzt schnell noch einstellen. Die Werkzeuge, die war ich ja eben noch dabei, das zu sortieren. Da hatten wir ja gesagt, hier die Sachen.
Ich lege jetzt einfach mal wild hier ein paar Sachen rein, die mir jetzt gerade total im Weg sind. Und wir haben ja hier noch die ganzen Bögen und das Zeug. Da brauchen wir mindestens mal das. Und wir nehmen das nochmal mit. So, bei der Fuhre jetzt. Genau, jetzt ist nämlich auch mir gerade noch eingefallen, was wir hier drüben noch einsortieren können. Da hatten wir noch nichts festgelegt. Aber wisst ihr, was wir da hin machen? Da machen wir Rüstungen hin. Und da nehmen wir uns gerade diesen Stahlbrustpanzer hier. Aber wir fangen unten erstmal an. Also Waffen kommen nach rechts, Werkzeuge nach links. So, dann haben wir hier, wir machen das jetzt einfach so, in der, was wir jetzt alles so finden, das stecken wir mal hier rein. Hier ist noch so eine, wie heißt das? Schwert. So, dann haben wir hier Werkzeuge, die lagere ich mal hier unten. Die kommen ja erst, nee, kann ich mal, die kommen ja doch hier rein. Die kommen nach, nee, da haben wir eine extra Kiste für gemacht, genau. Kommt gerade ein bisschen durcheinander. Tut mir leid. So, die Bögen haben wir schon eingestellt. Ich muss erstmal laden, so, damit ich hier ein bisschen Überblick habe. Bisschen chaotisch, wie ich das mache. Ich weiß. So, da kommen natürlich auch dann die Bronzeschwerter kommen da rein. Da kommt das rein. Genau, hier Pfeile kommen da noch rein. Hier ist die Werkzeugkiste. Da kommen auch noch rein. Nämlich hier Scheren. Die Hämmer haben wir schon drin. Das haben wir schon drin. Dementsprechend auch das hier. Das kann auch da rein. Die Schere haben wir auch schon einsortiert. Das heißt, die ganz obere Reihe können wir da schon reinlegen. Und jetzt wollten wir hier noch Rüstungen machen. Und zwar soll da zum Beispiel, na, gelb ist das. Da soll die Rüstung rein, da soll das Zeug rein, das Zeug hier. Das ist noch ein Rüstungsteil. Huch. Mehr haben wir noch nicht, aber der ist schön. Den nehmen wir uns als Beispiel. Den setzen wir hier rein. So, dann ist das schon mal eingestellt. So, hier haben wir die Stöcke, also alles, was mit Holz zu tun hat, reingelegt. Und da gucken wir mal. Hier oben könnten wir noch was machen. Und zwar, wir machen hier nach grün, machen wir alle Fackeln, denn davon brauchen wir auch eine ganze Menge. Und wir legen hier eine Fackel in das Inventar. So, die kommt dahin. Und dann würde ich fast vorschlagen, dass wir hier als nächstes dann mit den ganzen Rohren anfangen. Die sortieren wir dann da unten ein. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und helft mir so ein bisschen und gebt mir gute Tipps. Vielleicht habt ihr ja noch andere Vorschläge, wie man das Ganze sortieren kann. Das wäre super. Dann meldet euch und schreibt was in die Kommentare. Vielleicht Tipps, Tricks, Hinweise, Kritik und so weiter. Das würde mich echt freuen. Macht das mal. Und in der nächsten Folge, da können wir dann das Ganze hier schon mal ein bisschen starten. Ich werde vielleicht im Off schon mal anfangen, die anderen Kisten auch schon einzustellen, sodass wir dann hier das schon mal ein bisschen laufen lassen können. Und wir gucken mal, wie es dann so sich entwickelt mit der Sortieranlage. Und wir müssen dann in der nächsten Folge mal gucken, dass wir wieder Strom bekommen. Oder mehr Strom bekommen. Das heißt, die nächste Folge wird eine Stromfolge werden. Und dann müssen wir nochmal eine Folge machen, wo wir einen neuen Quarry aufstellen. Ich würde dann sagen, macht's gut für heute und bis bald. Tschüss.